Today we're going to make beautiful 3D angels. Hallo, heute machen wir sehr schöne dreidimensionelle Engel. Hej, i dag der skal vi simpelthen lave nogle rigtig, rigtig skønne 3D-engle. Og jeg er allerede gået i gang med at lime kroppen sammen her. I've already started to glue all the strips together for the body. The angel body. Ich habe hier schon angefangen, alle die Streifen aneinander zu kleben. Dieses Set ist nicht für ganz Neuanfänger. Man soll zuerst diese Tüten machen können und auch die ganz einfache Blumen hier. Die verwenden wir für Haar, das Haar hier. Und das ist nicht schwierig, aber ich habe nicht Platz für alles in die Anleitung und man muss auch die Techniken kennen. Die notwendig at starte med at lave de her krammerhuse, I kan se på 3D-quilling-hæftet. Og I kan simpelthen finde opskriften både på den og så på 3D-blomsterne. Dem skal man kunne, før man går i gang med det her engleprojekt. Så, nu er jeg ved at have til at rulle en krop med. Og selv om I kan lave krammerhuse, så viser jeg lige her, hvordan det er. Vi sætter strimlen ind her, og jeg starter med hudfarven, fordi det skal blive til englens hals. Ich fange hier an mit Hautfarbe. Ich habe jetzt alle Streifen für Körper aneinander geklebt. Und jetzt rolle ich nicht straff, und dann kriege ich so eine Art Platte, die ich verwenden kann für die Körper auf die Engel. I start out with the color of the skin, because it will be the neck of the angel. And how many strips you should glue together, you can see in the instruction. Also wie viele Streifen, die man aneinander kleben soll, das seht ihr in die Anleitung. Das ist alles ganz deutlich dort gezeigt. Hier nicht zu straff, also man skal endelig ikke rulle for stramt, det skal ligesom løbe imellem fingrene. Lass es laufen zwischen die zwei Fingern hier. Man hat richtig einen guten Griff, wenn man die so hier setzt. Og så går vi ud der. Og så limer vi. Sådan. Se, det er nemlig meget, meget vigtigt, når vi skal til at forme. Jeg synes jo, englene, de behøver ikke at være lige store. Jeg synes gerne, de må være lidt forskellige. Ich finde es ganz schön, wenn die Engel auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und manchmal habe ich auch nicht die gleiche Anzahl von Streifen drin. Das könnt ihr selber variieren. Ganz vorsichtig formt man jetzt die Tüte hier. Ich ziehe so ein bisschen mit meinem Tommel hier. Also jeg trækker sådan en lille smule med min tommelfinger. You must be very careful when you make this cone here. Und es ist ein großes Vorteil, falls man nicht zu straff gerollt haben. Falls man zu straff gerollt hat, manchmal weiß man ja gar nicht, dass man das zu straff macht. Man kann ja immer hier ineinander wieder. So, so, so. Ganz passende Größe. This is very much okay. And now again. Take good care when you
form it. It's very important that you don't roll too tight when you make these three-dimensional figures, because you can't get it equal. If you roll too tight, I often used things to form with. I find things I like to use. Here I would like to have it quite with a point. Her vil jeg gerne have den lidt spids, og det kan jeg forklare jer senere. Og så rykker jeg altså lige lidt forsigtigt her. Nu har vi en fin kjole til en engel her. Engel. Sådan. Og så videre. Og så skal man til at lime. Se, så kommer jeg godt med lim på. Åh mand, her skal man ikke spare. Det kan godt være, det sparer tider, men det er ikke med limen, når man laver 3D-engle. Ja, vielleicht ist es auch Sparzeiten bei euch, aber auf Kleber soll man nicht sparen, wenn man hier fixieren soll. Könnt ihr sehen hier, wie viel ich reinkomme? Das ist ganz wichtig. Da muss überall Kleber sein. Mache ich jetzt auch mit der anderen. Dann nimmt man diese Scherzlingsspieß und så tager man enten sin strikkepind eller træpind eller hvad man nu har, og så fordeler man det rigtig godt. Dann muss man richtig gut verteilen. You'll have to put the glue everywhere, because this is how you fixate it. Das hier ist wie man es fixieren. Auch unten muss Kleber sein in die Spitze. Überall muss es sein. Es ist simpelthen være lim overalt. Det er det, der fixerer den. Så man skal lige være sikker på, at der er noget helt nede i bunden også. Og det kan faktisk godt være lidt svært. Men nu tror jeg, at den er der. I think this is all right now. So I'll make it with the other ones and come back to you. Now I'm back. And as you can see, you can actually give this a shape. Altså, als ihr sehen könnt, kann man jetzt diese Tüten so ein Form geben. Und falls wir hängende Engel haben möchten, dann formen wir. Es tut nichts, ob die einen kleinen bisschen schon gelegt haben, mit der Kleber drin. Weil dann ist es manchmal einfacher. Dann ist alles ein bisschen nass und beweglich geworden. So, ich glaube, das ist ganz gut. Hier kann ich das noch viel mehr machen. So, und die zwei hier, die machen wir denn stehend. Die müssen aber liegen, weil der Kleber kann ja immer noch rausfallen. So. Die lasse ich hier liegen. Oh, da ist ein bisschen Kleber drauf gekommen. So, kleine Norma hier. So, und so, genau so macht man auch alle anderen Teile. Ich kann ja hier kurz zeigen, wie man macht mit einem Arm. Und da muss man aufpassen, dass es nicht zu lang wird. Etwa. Drei Zentimeter. Und sonst, wenn es zu lang wird, kann man ja wieder ein bisschen reinstopfen. Also circa so 3,5 Zentimeter. Så er det egentlig meget tilpas. Og der kan man ligesådan, det er pænt, at de er en lille smule formet, uanset hvordan og hvorledes. Og der er det altså også en god idé at have kommet lim over det hele og lige lade den ligge lidt. Es kann eine gute Idee sein, dass man die auch liegen lassen. Ein bisschen. Das tue ich hiermit, weil es kann sehr schwierig sein, es zu formen. Und da soll ich auch einen kleinen Hand,
drin haben. Hier will ich lieber dieses verwenden. Und das mache ich vielleicht ein bisschen länger, als ihr denkt, aber das klebe ich ja dann rein in die Arme. So. Und dann hier. Es ist ja ein bisschen fummelig. Aber das bedeutet ja nicht so viel, weil die werden sehr, sehr schön. Ich passe auch auf, hier die Kante, dass das unten ist. Jeg passer på, at hvis jeg har sådan en afslutning, så må den faktisk godt lige blive formet den anden vej. Og jeg presser faktisk temmelig meget her for at få form i den. Så. Men sådan en helt nøjagtig, hvordan det er, de skal se ud, det synes jeg ikke, man behøver at lave. Men jeg laver faktisk alle på én gang, fordi så kan man sammenligne armene. Og så finde nogle par, der passer sammen. Det synes jeg er en ganske god måde at gøre det på. Det her, det er til fødder. Og de er altså også en lille bitte smule besværlige, for at sige det mildt. For de skal være lidt lange. Og de skal jo også formes. De skal være sådan nogle fine små fødder, hvor man måske lige kan se lidt ankel. Men de skal jo ikke blive for lange. Man skal huske, at man altid kan godt lige presse det tilbage igen, hvis man synes, nu går det ikke for godt det her. Det synes jeg sådan set ikke lige, det gjorde her. Den skal altså være noget længere, da det kan være, jeg har kommet til at stramme for meget. På trods af alle mine gode råd. Om endelig at gøre det, ikke at gøre det for stramt, så kan man jo godt selv komme til at gøre det. Så, nu tror jeg, det går. Sådan. Og så. Og så vil jeg gerne lige vise jer hovedet. Se, det er også sådan en lille kop her, man skal have formet, som den her. Og sådan. Og der laver jeg faktisk sådan, så her indeni, når jeg kommer lim på, så lader jeg lige det midterste, det lader jeg være med at komme lim på. Og det var det, jeg ville vise jer før, at det er fordi, at når jeg så skal sætte de her to sammen, så kan jeg simpelthen lige skubbe op her. Er det ikke smart? Wenn ich die Köpfe klebt, dann klebe ich nicht hier innen, weil dann kann ich dieses kleine Trick machen. Hier mit dem Hals und dann aufschieben. Und dann sitzen die super gut. Sieht man das hier? Ich weiß, auf die Instruktion sieht da. Da kriege ich die Spitze hoch. Und dann kann ich hier rein Kleber kommen. Und dann haben wir einen sehr guten, haltbaren Engelhals. So geht's. Ein anderes Trick, die ich auch mal gerne zeigen will, ist, dass wenn ich Armen draufkleben soll, dann lege ich die hier so ganz passend, paarweise, die sind gut zusammen, die zwei sind gut zusammen, die zwei sind gut zusammen. So, und dann komme ich Kleber hier rauf, ziemlich viel. Und hierauf, und hierauf, und darauf, und da. Also nicht so bloß ein bisschen. Da hier liegt wirklich ziemlich viel Kleber. Also, når jeg sådan skal til at sætte arme på, så lægger jeg dem op parvis, hvor jeg synes, de ser godt ud sammen. Og så kommer jeg faktisk en pæn klat lim på. Og det gør jeg så også her på englebassen. Og jeg går lidt op over den der lidt lange hals, hun har. Og så kommer jeg også lim på der. Sådan. Og sådan. Og så lader jeg det faktisk lige ligge et stykke tid. Og her, hun kommer til at stå. Og det er det samme her. Der skal de ligesom gå lidt fremad.
Og den stiller jeg lige også op. Men i går, jeg ved ikke, om I kan se det, men altså, det er faktisk temmelig meget lim. Temmelig viel Kleber, altså. Så. Und dann warte ich, bis alles ein bisschen getrocknet ist. So. Sätte ich auch auf. Und dann kann ich ja inzwischen, kann ich denn diese kleine Füße formen. Also muss man einen schönen kleinen Fuß hier. Rups. Das ist es. Und ich habe ja schon Kleber reingemacht. So, das heißt, oh, eine fallende Engel. Da ist immer ein fallende Engel, der liebe Sinnemmer. So, det blev fint. Det er sådan en lille fod, der kommer til at stikke ud. Så upsy-daisy. Sådan. Håret. Das Haar schneidet man genau wie beim Blume. Nur hat man denn keine Blumenmitte. The hair you make exactly like the flowers, three-dimensional flowers, but you don't make a flower middle. Altså det hår, det laver man fuldstændig ligesom når man skal lave en blomst. Der er bare ikke nogen blomster med det. Og så dobbeltklæb en tape på, som I kender det. Og så ruller vi her. Rulle, rulle, rulle. Og så har vi snart en lille engleparyk. Jetzt ist hier eine engelparyk. Now we've got the hair. You can see the other hair. I just let that. Here was one that wasn't too nice. I can cut that. Så klipper jeg lige op. Det var altså blevet lidt lang. Here I put on a strip to hold it. So now I can try how it works with the glue and the arms. Nu kan vi lige prøve at se, hvordan det går her med armene og så limen. Wenn es lang genug getrocknet hat, den kann ich eigentlich hier bloß reinsetzen und dann hält es. Und hier das gleiche. Die schwierigste, das sind diese hier. Aber das funktioniert knapp. Muss noch ein bisschen trocknen. Die hier waren auch nicht ganz krumm genug. So. Der Kleber funktioniert dann ganz anders, wenn es ein bisschen gesetzt haben und ein bisschen getrocknet ist und wenn mehr ist. Also so als eine Art Kontaktkleber. Sonst muss man sehr lange sitzen. Ich denke, das hier geht jetzt. So, wir können ja eine andere probieren. Die stehende hier. Also die Arme ein bisschen vorwärts. Und hier klappt es. Dann sitzt es. Sie kommt wieder zum Stehen hier. So. And I'll come back and put on hair. Ich komme zurück und setze jetzt Haare drauf. Jeg kommer lige tilbage, og så sætter vi en lille peruk på. Kommer vi i hvert fald godt med lim hernede i. I put on quite a lot of glue here. And also here. Jeg kommer simpelthen en hel del lim her på indersiden af parykken. Og der, og der, og der, og der. Og så er der nogle steder, der hvor jeg, der skal være fremad, der skal jeg ikke have lim på. Der hvor ich vorwärts machen will, der soll ich keine klipper. Altså nur ganz wenig jedenfalls, hier oben nur. Weil sonst kriegt sie ja klipper im Kopf. Das ist ja nicht schön für unser Engel. So.
bisschen pressen hier. So, und wieder trocknen lassen. Und so macht man denn auch mit alle anderen. So, die Flügel, die mache ich genau wie ihr das kennt. Ich lasse die aufspringen und dann forme ich die so, dass hier eine kleine Spitze, die Mitte, setze ich hier ein bisschen unter. Es kann gut sein, das hier auf die blaue Platte festzukleben. Also Wingerne her, dem laver jeg ligesom I egentlig kender det. Så. Fra. Det eneste er, at jeg trækker centrum lidt op. Og så kan man lige forme dem lidt her med. Kan man godt vente med, til den er lidt mere tør. Så. So I make the angels exactly like the arms. I make more. And then I find nice pairs, because they can be a bit different. Also ich mache mehrere Flügel und dann mache ich genau wie bei den die Arme. Ich mache auch hier rauf, wo wir die Flügel befestigen. Da komme ich ein bisschen Kleber und das tue ich dann auch hier. Da. Und das tue ich auch hier. Und man kann ja so ein paar extra machen. Oder man kann die verteilen, so dass die, die am schönsten aussieht, die denn passen. Dann lasse ich die ein bisschen liegen, um dass der Kleber ein bisschen trocknet. Und jetzt kann ich hier in der Zwischenzeit schneiden. Nu kan jeg lige stusse. Lige lave lille sød englefrisyr på min engel her. Hårdt stritter lidt. Og det, hvis man godt kan lide det, så kan man jo lade det være. Men ellers så kan man simpelthen lige klippe det lidt ind. Man kan også give hende en sød page. Falls man findet, dass es zu punkeragtig ist, dann kann man ja hier ein bisschen Kleber reinmachen, so dass es besser aussieht. Falls es einige Stellen zu wenig Haar ist, dann könnt ihr extra draufsetzen. Da ist ja reichlich mit dafür. So. So, jetzt sieht sie aber schon süß aus, ne? Hier. Und hier habe ich sogar ein Stück von das Haar für ein Namensschild verwendet und ein bisschen gerollt. Das ist ja ganz niedlich. Und ich denke, jetzt sind die passend trocken und dann kann ich das hier losplatzieren, falls ich Glück habe. Sieht nur, fordi jeg har ladt det ligge tørre lidt, så tror jeg simpelthen, jeg kan placere det. Helt uden at skulle sidde og holde det. Hvis jeg har lidt lykke og lidt held. Tada! Sådan. So, now because I had a bit of patience, I can just put the wings on, and they will stay. Now you just need to make the legs, if it is for the... Oh! For the hanging. Well, here I put on the legs and this will be the underskirt. Hier habe ich doppelseitiges Klebeband auf dieses Band und dann klebe ich, habe ich die Beine oder die Füße reingesteckt und dann klebe ich dieses hier rundherum. Also underskirtet til fødderne eller benene. Den klipper jeg fast på den her strimmel, der sidder dobbeltklippen tæt på, og så vikler jeg rundt sådan en lille smule opad. Så. Og så kommer jeg lige lidt lim på.
Det er ikke sikkert, det er nødvendigt, fordi det er sandsynligvis sådan noget halvtørre lim inde i englen. Men nu vil jeg gerne lige vise jer, hvordan det er, man gør. Nu skal jeg lige have fødderne til at vende rigtigt. Sådan der. Og så skal vi lige have dem her ind i. Sådan. Og det gør ikke noget, man kan se lidt af underskørtet. Så, jetzt bloß fest setzen. Passt ganz gut. Und man muss natürlich, es tut nicht, dass man ein bisschen davon sehen können. So, sie hier, sie braucht ja noch einen Kopf und so. Aber dann ist es nur noch eine Glorie und das ist gerollt aus 3 mm. Und da braucht man eigentlich nur noch ein kleines Stück und dann Kleber drauf. Das soll ja ein Ring sein. Und das kann man ja hier reinlegen. Man kann das auch vorher ein bisschen formen. Ich denke, das passt jetzt. So. So ein paar Mal rundherum. Das reicht. Und dann noch ein kleines Stiel. Also so ein lille Stück. Und so lägger wir den ned i den Störrelse, vi vil have den til at have. Og det kan I kan se det hele på opskriften, hvordan det er. Og så sætter jeg ligesom sådan en lille stang på. Og så en klein stang her. Og den kan man das festkleben. Og das har. Und ein Engel ist klar zum Singen. Da ist reichlich von diesen 3 mm, dass ihr ja eine kleine Ehre machen kann. Oder ein Herz oder was ihr denn findet, dass es schön sein können für einen kleinen Engel. Das klebe ich bloß rein hier. So, und jetzt ist sie klar. Viel, viel Spaß mit den Engeln. Ich hoffe, dass ihr richtig schöne Engel kriegen. Kan I nu lave nogle rigtig, rigtig søde engle? De er da bare så fine til at skabe noget julestemning. I kan sætte et lille aks i, eller måske et lille hjerte. Der er lidt ekstra 3 mm, så det kan I sagtens gøre.